Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kundinnen und Kunden der Bahn müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen 35-stündigen Ausstand im Fern- und Regionalverkehr angekündigt, mit Beginn am frühen Donnerstagmorgen. Weitere Streiks sollen folgen, und zwar ohne die bisher übliche frühzeitige Ankündigung, betonte GDL-Chef Weselski. Zuvor waren Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn erneut gescheitert. Hauptstreitpunkt ist die Gewerkschaftsforderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Gehalt. Die Aufmerksamkeit ist Klaus Weselski gewiss, als er am Vormittag vor die Presse tritt. Der GDL-Chef macht die Bahn für den Abbruch der Verhandlungen verantwortlich. Der Konzern sei nicht kompromissbereit. Daher werde nun erneut gestreikt, im Personenverkehr von Donnerstag früh bis Freitagnachmittag. Danach sollen weitere Ausstände folgen. Wir haben in dieser Situation nicht mehr vor, weitere Streiks einzeln anzukündigen. Wir werden keine Ankündigungsfristen mehr durchführen, sondern es folgen nach dem ersten Streik, der 35 Stunden lang ist, weitere Streiks ohne zusätzliche Informationen. Ersatzfahrpläne dürften dadurch kaum möglich sein. Auch Streiks über Ostern schließt die GDL nicht aus. Die Deutsche Bahn kritisiert das Vorgehen der Gewerkschaft scharf. Man muss den Eindruck haben, solange die GDL nicht das eins zu eins bekommt, was sie fordert, wird sie weiter streiken. Das halten wir für stur und für egoistisch. Es geht am Ende darum, Lösungen zu finden, die auch umsetzbar sind. Der Fahrgastverband Pro Bahn macht beiden Seiten Vorwürfe. Der andauernde Tarifkonflikt gefährde den Umstieg auf die Schiene. Die Fahrgäste werden langsam ungeduldig und es steigen jetzt wieder Leute aus dem System öffentlicher Personenverkehr aus, fahren wieder auf der Autobahn, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das, was da im Augenblick geschieht, das ist kontraproduktiv für die Verkehrswende. Wer für Donnerstag oder Freitag eine Zugfahrt gebucht hat, kann laut Bahn das Ticket ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Auch bei der Lufthansa steht der nächste Ausstand bevor. Für Donnerstag und Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen. Das gesamte Bodenpersonal soll die Arbeit niederlegen. Verdi will so vor den nächsten Tarifverhandlungen Mitte März den Druck auf das Unternehmen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 12,5% mehr Gehalt. In der Taurus-Abhöraffäre haben Politiker in Berlin parteiübergreifend umfassende Aufklärung gefordert. Eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses ist für Anfang kommender Woche geplant. Einen von der CSU geforderten Untersuchungsausschuss lehnen SPD und Grüne ab. Russland hatte den Mitschnitt eines Gesprächs von Bundeswehroffizieren über den möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine veröffentlicht. Bundeskanzler Scholz bekräftigte sein Nein zu einer Taurus-Lieferung an die Ukraine. Bundeskanzler Scholz zu Gast in einer Schule in Sindelfingen. Auch hier kann er der Taurus-Debatte nicht entkommen. Scholz erklärt noch einmal, warum er gegen eine Lieferung des Marschflugkörpers an die Ukraine ist. Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann. Und wenn man die Kontrolle haben will und das nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Am Freitag hatten russische Staatsmedien eine abgehörte Besprechung der Luftwaffe veröffentlicht. Darin diskutieren deutsche Offiziere, wie die von Russland gebaute Brücke auf die annektierte Halbinsel Krim zerstört werden könnte mit Taurus-Marschflugkörpern. Das russische Außenministerium fordert Aufklärung, heute auch vom deutschen Botschafter Graf Lambsdorff in Moskau. Man versucht hier tatsächlich von Themen abzulenken, wie zum Beispiel, wie Deutschland die Ukraine effizient weiter unterstützen kann. Das muss man verstehen, dass wir jetzt schon in unseren politischen Optionen durch Russland beeinflusst und eingeschränkt werden. Die Debatte klein halten will deshalb die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Spätestens in der kommenden Woche sind wir sowieso zusammen und um es dann zu überlegen, wie wir damit umgehen, aber bloß nicht darauf reinfallen, was Putin will, dass wir jetzt uns gegenseitig an den Hals gehen. In der Union fällt das Wort Untersuchungsausschuss, wenn auch nicht sofort. Zunächst einmal geht es darum, in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses mögliche Fragen zu klären. In den kommenden Tagen will das Verteidigungsministerium sagen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.
Russland schafft es mit nur einer Information, die öffentliche Diskussion in Deutschland über Tage zu bestimmen. Es profitiert davon, dass sich die Parteien in der Regierungskoalition uneins sind bei der Taurus-Frage und diese Diskussion öffentlich führen. In Polen haben NATO-Truppen eine Übung im Rahmen des Großmanövers Steadfast Defender begonnen. Ziel heute war es, Polens längsten Fluss, die Weichsel, zu überqueren. NATO-Einheiten aus 9 Ländern nehmen teil, unter ihnen auch deutsche Soldatinnen und Soldaten. Die Übung dient auch als Test für die Zusammenarbeit der Streitkräfte. Steadfast Defender wird noch bis Ende Mai in mehreren NATO-Mitgliedstaaten fortgesetzt. Die Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach den untergetauchten früheren RAF-Terroristen Staub und Garwig. Die Ermittler riefen Garwig auf, sich zu stellen. Er soll in einem Bauwagen in Berlin-Friedrichshain gelebt haben. Heute wurde erneut eine Wohnung in Berlin durchsucht. Garwig und Staub gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee-Fraktion an, die in den 1980er und 90er Jahren zahlreiche Morde und Anschläge beging. Der frühere Bundesrichter Jens Rommel ist neuer Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Justizminister Buschmann führte den 51-Jährigen bei einem Festakt in Karlsruhe offiziell in sein Amt ein. Die Bundesanwaltschaft ist die oberste Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Zu ihren Aufgaben gehört die Verfolgung schwerwiegender Straftaten, die die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik betreffen, wie beispielsweise Terrorismus. Die EU-Kommission hat eine Wettbewerbsstrafe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Der US-Tech-Konzern habe seine marktbeherrschende Stellung für den Vertrieb von Musikstreaming-Apps über den App Store missbraucht, hieß es aus Brüssel. Wettbewerber würden daran gehindert, über andere und günstigere Angebote zu informieren, so die EU-Kommission in ihrer Begründung. Dies verstoße gegen EU-Kartellrecht. Apple kündigte umgehend juristische Schritte an. Der App Store von Apple ist nicht nur der Ort für unzählige Apps, sondern auch für große Geschäfte. Jedes Mal, wenn eine App oder ein Abo verkauft wird, muss der Hersteller eine Gebühr an Apple zahlen. Bis zu 30% des Verkaufspreises. Deswegen sind Abos, die über die App gebucht werden, häufig teurer als Abos auf der Internetseite des Anbieters. Allerdings verbiete Apple, den Anbietern darauf hinzuweisen. Das sei illegal, sagt die EU-Kommission. Im Ergebnis führt das dazu, dass Millionen von europäischen Musikstreaming-Nutzern über andere verfügbare Optionen im Dunkeln gelassen wurden. Sie hatten keine andere Wahl, als die Preise zu akzeptieren oder andernfalls die App nicht zu benutzen. Der Streaming-Anbieter Spotify hatte deswegen in Brüssel Beschwerde gegen Apples Vorschriften eingelegt. Die Strafe nun 1,8 Milliarden Euro. Und Apple muss seine Vorschriften im App Store entsprechend ändern. Der Konzern selbst äußerte sich heute nur schriftlich und erklärte wörtlich: Die Entscheidung ist getroffen worden, obwohl die Kommission keine stichhaltigen Beweise für eine Schädigung der Verbraucherinnen und Verbraucher finden konnte. Doch gerade für Verbraucher dürfte die Entscheidung Vorteile bringen. Man wird in Zukunft mehrere Zahlungsoptionen haben. Man kann immer noch über den App Store zahlen, aber auch direkt über den Anbieter mit Bankkonto, mit Kreditkarte, wie auch immer. Und das kann durchaus jetzt günstiger werden. Gegen die Milliardenstrafe kann und will Apple rechtlich vorgehen, was noch Jahre dauern könnte. Die hohe Strafe von 1,8 Milliarden soll vor allem abschrecken und ähnliche Praktiken künftig in der ganzen Branche verhindern. Als erstes Land weltweit hat Frankreich die Freiheit zur Abtreibung in der Verfassung verankert. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten der Nationalversammlung und des Senats im Schloss von Versailles dafür. Der Schritt hat vor allem symbolischen Charakter. Schwangerschaftsabbrüche sind in Frankreich seit Mitte der 1970er Jahre legal. Abtreibungsgegner und die katholische Kirche kritisierten die Entscheidung. Für sie ist es ein Sieg, ein historischer Moment. Am Nachmittag kommen im Schloss Versailles beide Kammern des Parlaments zur Abstimmung zusammen. Erstmals eröffnet eine Frau den Kongress. Frankreich wird als erstes Land der Welt den Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung aufnehmen, als eine garantierte Freiheit der Frauen. Das Parlament hat bewiesen, einmal mehr, wenn es den politischen Willen gibt, können Gräben überwunden und Fortschritt erreicht werden. Frauen verschiedener Fraktionen hatten einen parteiübergreifenden Entwurf erarbeitet und sogar den mehrheitlich konservativen Senat überzeugen können.
Der Premierminister betont, dass mit der Aufnahme in die Verfassung jeder Rückschritt und jede spätere Revision des Abtreibungsrechts, etwa durch eine andere Regierung, verhindert werden soll. Innerhalb einer Woche kann durch andere Gesetze alles anders werden. In Amerika kämpfen sie heute wieder um das Recht auf Abtreibung. Oder schauen wir nach Ungarn und Polen. Jubel am Abend. Eine breite Mehrheit stimmt für die Aufnahme in die Verfassung. Ein emotionaler Moment für die Initiatorinnen. Das war kein einfacher Sieg, ganz im Gegenteil. Während in Versailles etwa 500 Abtreibungsgegner demonstrierten, versammelten sich vor dem Eiffelturm zahlreiche Menschen, um die heutige Entscheidung zu feiern. Der frühere US-Präsident Trump darf nicht von den Vorwahlen seiner republikanischen Partei ausgeschlossen werden. Das hat der oberste Gerichtshof der USA entschieden. Zuletzt hatte es in mehreren Bundesstaaten Versuche gegeben, Trump aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zu verbannen. Hintergrund ist seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol Anfang 2021. Fast 18 Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland müssen sich die früheren DFB-Präsidenten Zwanziger und Niersbach sowie der ehemalige Generalsekretär Schmidt vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Im Prozess um das sogenannte Sommermärchen wirft ihnen die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall vor. Die Angeklagten wiesen dies strikt zurück. Noch immer wirft das Sommermärchen 2006 lange Schatten. Deshalb stehen seit heute drei verantwortliche Funktionäre in Frankfurt vor Gericht. Die beiden ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie Ex-Schatzmeister Horst Schmidt müssen sich Vorwürfen stellen, die weit zurückliegen. Dabei geht es ausdrücklich nicht um Bestechung. Aber es geht wieder einmal um rund 6,7 Millionen Euro, die Franz Beckenbauer 2002 vom damaligen Adidas-Chef Dreifuß bekam und die an den FIFA-Vizepräsidenten Bin Hammam transferiert wurden. 2005 wurde das Darlehen zurückgezahlt, aber nicht von Beckenbauer, sondern vom DFB. Der überwies die gleiche Summe an die FIFA, die das Geld an Dreifuß weitergeleitet hat. Abgerechnet hat der DFB die Summe aber als Zuschuss für eine WM-Gala, die nie stattgefunden hat. Deshalb der Vorwurf heute: Steuerhinterziehung. Es geht hier um die unrichtige Steuererklärung, dass eine Betriebsausgabe geltend gemacht worden ist, was keine Betriebsausgabe war. Während zwei der drei Beschuldigten eine Einstellung des Prozesses anstreben, lehnt Theo Zwanziger das ab. Wir haben uns also diesem Einstellungsantrag nicht angeschlossen, weil wir möchten gerne die Steuerfahndung erleben, wie sie das begründen, was sie in den Jahren von November 15 bis zum Mai 18 gemacht haben. Das wird interessant. Die beschuldigten Ex-DFB-Funktionäre Zwanziger, Niersbach und Schmidt weisen alle Vorwürfe zurück. Bis Ende Oktober hat das Gericht 24 Verhandlungstage angesetzt. In einer Klinik in Aachen gibt es zur Stunde einen Großeinsatz der Polizei wegen einer möglichen Bedrohungssituation. Die Rede ist von einer verdächtigen Frau. Nähere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Sicherheitskräfte und Feuerwehr sind vor Ort. Mehrere Straßen sind gesperrt. Der Bahnverkehr in der Region wurde eingeschränkt. Und damit zu Ralf Raspe vor dem Luisenhospital in Aachen. Welche Informationen haben Sie? Die Polizei hat mittlerweile mehr bestätigen können. Wir haben hier lange Zeit, ich sage mal, im Dunkeln gerätselt, was denn wohl wirklich passiert sei. Mittlerweile ist bestätigt, dass am Nachmittag eine 65-jährige Frau wohl das Krankenhaus betreten hat. Nach dem Betreten habe man Brandgeruch im Umfeld der Frau festgestellt, so sagt es die Polizei in Köln, die hier die Einsatzhoheit hat. Daraufhin sind die umliegenden Räume evakuiert worden. Die Frau selber hat sich jetzt in einem der Räume verschanzt und zur Situation hier sind die ganzen Einheiten eingetroffen. Das heißt, das SEK ist da, die Feuerwehr ist da, die Polizei in großer Zahl. Und nun wird versucht, die Polizei in dieser Frau in dieser eingeschlossenen Situation eben zu finden, herauszuholen und dann sicher aus dem Krankenhaus zu bringen. Es heißt auch, dass erste Patienten das Krankenhaus verlassen haben, ebenso die Ärzteschaft. Das können wir hier an der Position nicht bestätigen. Wir haben allerdings tatsächlich einzelne Patienten hier über den sehr vollgestellten Weg hinter mir das Krankenhaus verlassen sehen. Danke, Ralf Raspe nach Aachen.
Immer mehr Kinder und Jugendliche haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO, für die Tausende 11- bis 15-Jährige befragt wurden. In Deutschland stellten die Forschenden vermehrt psychische Beschwerden, Kopfschmerzen und Einschlafprobleme bei Schulkindern fest. Ein weiteres Ergebnis: insgesamt bewegen sie sich zu wenig. Das machen Jugendliche zu selten, sich bewegen. Ob durch den Wald oder im Sportverein, laut einer aktuellen Studie zur Gesundheit von 11- bis 15-Jährigen bewegt sich nur eine Minderheit der Jugendlichen ausreichend. Die von der WHO empfohlenen 60 Minuten Bewegung täglich schafft nur jedes 10. Mädchen, bei den Jungen erreicht das jeder 5. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die soziale Herkunft die Gesundheit stark beeinflusst. Das bedeutet, dass diejenigen mit einem niedrigen familiären Wohlstand deutlich schlechter abschneiden, was die Gesundheit angeht, als diejenigen, die sozioökonomisch privilegiert sind. Auch die mentale Gesundheit von Jugendlichen leidet, beispielsweise aufgrund von Mobbing. Der Anteil der von Cybermobbing Betroffenen hat sich fast verdoppelt, von 4% auf 7%. Ein Erklärungsansatz ist tatsächlich, dass Cybermobbing deswegen zugenommen hat, weil sich natürlich auch im Zusammenhang mit der Pandemie die sozialen Erfahrungen der Heranwachsenden noch mal mehr in den Online-Raum verlagert haben. Und damit natürlich, klar, je mehr ich online bin, desto mehr das Risiko auch steigt, Cybermobbing zu erleben. Laut Studienmacher schätzen die Kinder und Jugendlichen selbst ihre Gesundheit größtenteils als gut ein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 5. März. Tiefer Luftdruck und feuchte Luft sorgen in der Nacht und morgen in vielen Landesteilen für wolkenreiches Wetter. Teilweise klar verläuft die Nacht dagegen im Osten und Nordosten, sonst hier unter Regen. Am Tag ist es vor allem am Vormittag mancherorts neblig trüb, gebietsweise regnet es, im Nordosten Lichtblicke und es bleibt dort meist trocken. In der Nacht 8 bis 0 Grad, am Tag ist es an der Ostsee am kühlsten, in Niederbayern mit 13 Grad am wärmsten. Am Mittwoch regnet es im Süden gebietsweise, oberhalb von 700 bis 1000 Metern Schnee. Sonst dichte Wolken, sonnige Momente. Am Donnerstag erst mancherorts Nebel, dann Sonne und Wolken. Im Westen ist es länger sonnig. Am Freitag anfangs Nebel, sonst oft Sonnenschein. Jesse Wellmer meldet sich um 22.15 Uhr mit den Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.